Der Astronaut ist ja der neue Bestseller des Autors von Der Marsianer, Andy Weir. Man könnte ja jetzt im ersten Moment erstmal denken, okay, wow, wieder was mit Weltall, wieder ein Mann allein im Weltall, langweilig. Ich habe mir das Buch dennoch gekauft, einfach weil ich neugierig war, weil ich den Namen vom Autor kannte und den Marsianer eben so gut fand. Aber ob jetzt der Astronaut wirklich mit dem Marsianer mithalten kann, erfahrt ihr in diesem Video. So, ich muss mich jetzt doch irgendwie noch mal des Pullis entledigen. Ich bin immer noch im Urlaub und das ist der Wahnsinn, weil es ist so krass windig zurzeit, also richtig stürmisch schon. Man darf sogar gerade gar nicht ins Meer gehen und ich war jetzt die ganze Zeit vorne am Strand, deswegen hatte ich den Pulli an. Aber sobald man ein bisschen weiter vom Strand weg ist, hört der Sturm auf. So wirklich, du kommst so an einem Punkt vorbei, wo es einfach dann plötzlich gar nicht mehr windig ist. Und deswegen habe ich gerade gemerkt, hier fängt man dann plötzlich das Schwitzen an, Pulli weg. So. Video geht los. Der Astronaut ist wieder aus der Ich-Perspektive geschrieben, genauso wie es auch schon bei dem Marsianer der Fall war. Und es beginnt damit, dass ein Mann, aus dessen Perspektive dieses Buch eben geschrieben ist, an einem merkwürdigen Ort aufwacht und sich an nichts erinnern kann, nicht mal an seinen Namen und auch nicht, wo er überhaupt ist. Wir wissen, er befindet sich auf einem Raumschiff und er ist der Einzige, der den Kollaps der Sonne aufhalten und damit die komplette Menschheit retten kann. Ich persönlich bin in einem unglaublichen Dilemma, denn ich würde sehr, sehr gerne noch mehr zum Inhalt sagen, was jetzt an sich kein Spoiler wäre, wo ich aber ganz klar sagen muss, ich war sehr, sehr froh, dass ich das nicht wusste vorher, was da noch eben passiert und deswegen kann ich euch einfach nicht sagen, ich kann es nicht mal andeuten, weil es so viel vorwegnehmen würde, aber da kommt noch was richtig, richtig Cooles dazu und darauf könnt ihr richtig gespannt sein. Also dann kommen wir doch mal ganz fix zu meiner Meinung zu diesem Buch. Kann das wirklich mit dem Marsianer mithalten? Diese Frage beantworte ich euch am Ende. Ganz klar kann man erstmal sagen, es ist wieder eine super sympathische Hauptfigur. Ich mag einfach diesen Schreibstil von Andy Weir total. Ich weiß, man muss immer total aufpassen, so zwischen den, dass man nicht die Eigenschaften oder die Charakterzüge der Figuren mit dem Autor oder der Autorin über einen Kamm schert, aber irgendwie hat man immer gleich das Gefühl, der Andy Weir, der ist auch ein super sympathischer Typ bestimmt. Naja, jedenfalls die Figur ist mega sympathisch. Ich mag den Schreibstil, der ist wirklich voller Witz und Humor und einfach super sympathisch geschrieben. Und das trotz der vielen Wissenschaft, die vorkommt. Denn ja, dieses Buch ist sehr, sehr wissenschaftlich. Die Hauptfigur ist ein Wissenschaftler und dementsprechend viel wissenschaftlich geht er da eben auch vor. Aber was ich sagen kann, ist, es ist Wissenschaft auch für Laien. Also nicht die Wissenschaft an sich ist für Laien, aber es ist sehr, sehr verständlich rübergebracht. Und auch wenn man als Wissenschaftslaie eben hin und wieder mal vielleicht nicht ganz versteht, was da gerade abgeht, ist das überhaupt nicht schlimm für die Story. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen versteht man alles. Später, muss ich leider zugeben, wurde es dann ein bisschen zu viel Wissenschaft für meinen Geschmack. Ich habe mir einfach hin und wieder ein bisschen gedacht, so, ja, mich interessiert das jetzt nicht so sehr, wie er dann sehr lange irgendwelche wissenschaftlichen Theorien oder irgendwelche Vorgänge, die diese Hauptfigur da eben abzieht. Und das wurde mir dann ein kleines bisschen zu viel. Aber das ist absolut kein großer Kritikpunkt. Wirklich meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Alles in allem kann man einfach sagen, man spürt förmlich das Interesse von Andy Weir an der Wissenschaft und man fiebert wirklich mit bei diesem einzigartigen Spektakel aus interessanter Science und unglaublich packender Fiction. Was ich noch sagen kann, ist, dieses Buch ist gerade mal ein halbes Jahr alt, also Anfang 2021 ist es erschienen und dementsprechend sind auch die Themen, die diese Geschichte, sage ich mal, antreiben, die Elemente, Kernauslöser der Thematik, ziemlich aktuell. Hier werden einfach Themen aufgegriffen wie das Sozialverhalten der Menschheit, Moral und auch Klimawandel spielt eine Rolle und einfach so internationale Zusammenarbeit spielt hier eine Rolle. Zum Ende kann ich sagen, man hat sich wirklich viele, viele Überlegungen vorab gemacht, wie das Ende wohl aussehen könnte. Man hat sich nichts auch nur entfernt vorstellen können, also ich zumindest nicht. Und das Ende, wie es dann tatsächlich war, war einfach nur absolut zufriedenstellend. Also, ich habe es mir nicht im Entferntesten so vorgestellt, wie es war, aber so wie es ist, ist es richtig, richtig zufriedenstellend. Mehr möchte ich dazu überhaupt nicht sagen. Richtig gutes Ende, das noch sehr lange auch tatsächlich nachgewirkt hat.
Abschließend kann ich sagen, dieses Buch, Der Astronaut von Andy Weir, ist ein genialer Mix aus Science-Fiction, realen Themen und mit viel Witz und viel Humor aufgeschrieben, den ich sehr, sehr sympathisch fand. Und um auf die Frage zurückzukommen, die ich am Anfang aufgestellt habe, ich finde Der Astronaut mindestens genauso gut wie Der Marsianer, wenn nicht sogar noch ein Ticken besser. Ja Leute, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne eure Meinung zum Buch, zum Video, zu was auch immer in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und damit das auch sichergestellt ist, vergesst doch nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und lasst gerne auch einen Daumen nach oben da oder zwei Daumen nach unten. Mir auch recht. Und dann gibt es jetzt hier noch ein Video und eine Playlist verlinkt. Viel Spaß. Wir sehen uns. Ciao.